Wir haben es wie gesagt auch heute gut vorbereitet wegen dieser Scheibegrenzung. Wir werden nachher noch unsere Internetadresse tanzen. Und wir hatten auch heute ein paar Songs ohne Anlage. Da werdet ihr die Songs nicht hören, nur die Bewegung könnt ihr dann sehen. Wir haben dann hier rechts neben der Bühne einen Stand vorbereitet. Da könnt ihr unsere CD kaufen und euch danach dann die Musik zur Bewegung anhören. Zu Hause, also gut merken, ihr könnt es auch mitfilmen. Und dann euer eigenes Musikvideo kreieren. Sehr interessantes Projekt. Wollen wir heute mal starten, mal gucken, ob es funktioniert. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Rückschritt. Und zwar in der Zeitachse, aber nicht allzu weit, nicht bis in die 50er, nein. Nur bis in den Juli diesen Jahres, da hatten wir unser Firebirds Festival zum mittlerweile dritten Mal. Wer von euch schon mal da? Firebirds Festival? Ja. Den Rest laden wir auch ein. Nächstes Jahr gibt es schon das vierte. Es ist am 1. Juli Wochenende. Und da geht es ein ganzes Wochenende nur um die 50er Jahre und Rock'n'Roll. Wir haben Modenschauen im Stil der 50s. Wir holen die Meister in Tanzen ran. Die geben auch Kurse. Und ihr könnt dort quasi im Dancecamp Kurse belegen und das lernen, wie das richtig funktioniert. Es gibt alte Autos, Plattenbörse, Flohmarkt und über 20 Bands auf zwei Bühnen. Das Ganze im Schloss Trebsen. Das ist direkt auch in der Nähe einer Weltmetropole, nämlich in der Nähe von Grimma. Direkt, wenn ihr die A14 fahrt, Grimma runter und dann links weg nach Trebsen. Dort findet das Ganze statt. Tolle Bands habt ihr verpasst, wenn ihr die letzten drei Jahre nicht dabei wart.